Einen wunderschönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Videoreihe auf meinem YouTube-Kanal zu EVE Online, in EVE Online, mit EVE Online. Video Nummer 103. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und ja, ich habe es ja angekündigt, dass ich mich jetzt langsam auch mal mit der Thematik PvP beschäftigen möchte. Ich weiß, liebe Leute, es fehlen noch ein paar Fragen, die beantwortet werden müssen. Irgendwann hatte mal jemand nach planetarem Abbau gefragt. Das steht hier auf meinem Zettel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es nicht vergessen. Abgrundfilamente. Ich habe sogar noch eine Kommentar-Reaction offen, glaube ich, die ich noch machen wollte. Da sind noch ein paar Dinge offen, sowohl im Bereich Produktion, Industrie, PvE. Ich weiß, dass wir lange noch nicht alles haben. Seid mir nicht böse. Aber ich möchte das Ganze auch ein bisschen abwechslungsreich gestalten. Ich möchte nicht nur den Menschen etwas zeigen, die nur PvE machen wollen. Denen hilft dieses Video jetzt hier aber auch, sondern auch den Leuten, die vielleicht PvP machen wollen. Die können jetzt von diesem Video profitieren, weil ich zeige, wie man PvP vermeiden kann. Nicht hundertprozentig, nie hundertprozentig, aber in großen Teilen zumindest das Risiko minimieren kann. Denn die werden das wissen wollen, wenn sie dann aktiv PvP machen wollen. Wie vermeiden Spieler das? Und später dann auch mal aktiv zeigen, wie man ins PvP geht und andere Spieler einfach mal dann aus dem Universum ballert. Ja, so, zum Thema PvE, PvP. Als die MMOs damals kamen, ich mach's mal anders. Gefühlt habe ich immer so ein bisschen die MMOs, die ich gespielt habe, es waren genau zwei, EVE und World of Warcraft. Bei World of Warcraft war ich schon relativ früh mit dabei. Bei EVE erst, da war das Spiel schon 7-8 Jahre alt. Habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass MMO eigentlich eine tolle Idee ist, solange man das Ziel hat, gemeinsam etwas zu erreichen, aber die meisten Spieler schrecken doch auch zurück, wenn die Idee losgeht, dass man in einem MMO auch gegen andere Spieler kämpfen muss. Das ist bei World of Warcraft so, das ist bei anderen MMOs so gewesen, die ich gespielt habe, wo ich aber nicht hängen geblieben bin. Also spielen im Sinne von mal antesten ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Und auch bei EVE ist es letztendlich so, dass natürlich viele Spieler sich wohlfühlen in dieser PvE-Thematik. Ich bin da übrigens auch keine Ausnahme. Ich bin selber bei World of Warcraft auch auf dem PvP-Server gewesen, aber zunächst einmal, ganz ehrlich, weil damals auch keine Sau wusste, was ist denn das überhaupt? Wir reden hier von Anfang der 2000er, als die MMOs gerade mal so aufploppten. Das war ja komplettes Neuland. Es gab nur ganz wenige Menschen, Zielgruppen orientiert, die wussten, was ist MMO, ja. Und dann war das ja mal ein Riesenhype. Gerade auch um World of Warcraft und da wusste man auch nicht, also ich wusste nicht, was PvP ist und ich bin auf dem PvP-Server gewesen, ja. Fand ich am Anfang erstmal so gar nicht witzig, weil auch ich natürlich gewohnt war, Computer, Spiele spielt man gegen einen Computergegner und nicht mehr gegen andere Menschen. Ich habe mich damit arrangiert, das war auch okay und bin später auch recht erfolgreich im PvP gewesen, auch in World of Warcraft. So, aber gefühlt ist es einfach so, dass die meisten Menschen sich im PvE wohlfühlen. Und wie gesagt, ich bin da keine Ausnahme. Auch ich hatte sowohl bei WoW als auch in EVE meine Phasen, wo ich sage, nee, heute will ich nicht. Ich will keinen anderen Spieler in meiner Nähe sehen. Ich will auch nicht PvP machen. Ich nehme auch den Kampf heute nicht an, wenn es sein muss. Ich gehe dem aus dem Weg. Ich habe keinen Bock drauf. Ich vermeide Systeme, wo das passieren kann. Und damit sind wir schon direkt im Thema. Ich kann also verstehen, dass Menschen sagen, PvP ist nicht meins. Jetzt könnte man sagen, dann ist man in EVE vielleicht falsch. Na, das will ich so auch nicht sagen. Das ist auch nicht richtig. Man muss halt nur den Verlust verschmerzen können, wenn er wirklich kommt. Aber wir fangen einfach mal an. So, das Erste, was ich euch heute zeigen möchte, ist mal Recherche. Im Highsec fliegt man ja, das wisst ihr, relativ sicher. Sobald es letztendlich aber in den Low-Sec geht, ist die Sicherheit halt erstmal der Flöten, die relative Sicherheit. Und wenn es in den Null-Sec und in den Wurmlochraum geht, dann ist Sicherheit in EVE halt etwas, was man sich selber bauen muss. Und das möchte ich euch heute zeigen für die Spieler, die sagen, ich möchte gerne mal in den Low- und Null-Sec reinfliegen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht Bock, da irgendwelche bösen Überraschungen zu erleben. Alles, was ich euch heute oder in den nächsten Videos erkläre, wird euch keine Garantie geben können. Ich kann euch keine Garantie geben. Und auch unter einem Video hat ja jemand auch den Kommentar jetzt verfasst, dass das eher abschreckend ist. Nein, ich möchte euch nicht abschrecken. Ich erkläre es nochmal. Ich möchte einfach euch nur vorbereiten, beziehungsweise ich möchte klar machen, dass man trotz aller Sicherheit und trotz allem Avoiding, also Vermeidung von PvP, damit rechnen muss, dass es irgendwann trotzdem so kommt. So, erste Regel.
Was wir hier sehen, ist das System Gusandal. Das ist ein 04er-System, zwei oder drei Sprünge weg von Amolt, also vom Startgebiet der Minmantar. Das wissen natürlich auch andere Spieler. Und das ist natürlich naheliegend, dass Spieler, die das erste Mal so in den Low-Stack rein schnuppern wollen, sich gerne Wege suchen, anhand der Karte, wo man sieht, okay, da fliege ich von 01 in 05 und von 05 in 04 und daneben ist noch ein 04 und da kann ich mich ja mal so umgucken. Und genau das wissen natürlich andere Spieler. So, also erste Regel. Wenn ihr komplett keinen Bock habt auf PvP oder nur das, was wirklich nicht zu vermeiden ist, dann müsst ihr Systeme meiden, in denen andere Spieler drin sind, so wie hier. Hier in Gusandal sind jetzt andere Spieler im System. Das sieht man anhand des Locals. Das ist schon mal der erste Indikator zu sagen, sobald andere Spieler da drin sind, will ich da nicht reinfliegen oder verlasse das System in dem Moment, wo andere Spieler im System eintreten. Ja, es gibt Situationen, da ist es tatsächlich so, da seid ihr hier alleine. Das ist auch völlig in Ordnung. Und dann könnt ihr eine Kombo-Zeit anfliegen und könnt relativ sicher sein, dass euch nichts passiert, weil kein anderer Spieler da ist. In dem Moment, wo aber hier im Local andere Spieler auftauchen, ist die potenzielle Gefahr gegeben, dass diese Spieler nicht in diesem System sind, um freundlichen Kaffee zu trinken. Und das möchte ich euch jetzt noch an einer Internetseite zeigen, die sehr aussagekräftig ist zu diesem Thema. Ihr kennt zum einen ja schon Check Before Jump, also diese Internetseite, wo man halt seinen Flugweg plant und schon mal anguckt oder anschaut, wo an den Toren gegankt wird. Genau, nämlich diese hier. Das zum Beispiel ist ein Bild, das ist schon ein paar Stunden alt. Hier war richtig Party gestern an den Gates. Hier mit Smart Bombs, hier war auch Ganking in Action. Also das ist hier schon mal ein Weg, den ich euch gezeigt habe, wo ihr wirklich, insbesondere wenn es um Transport oder Beschaffung von Waren an großen Handelspunkten geht, wo man wirklich schauen sollte, bevor man losfliegt, was ist da eigentlich los. Wir drücken jetzt mal auf Check. Ja, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber in Miroitem, dem bekannten System, ist es halt immer noch relativ, ja, da ist immer noch ein bisschen was los. So, das zu der Seite nochmal ganz kurz. Zeigen möchte ich euch jetzt aber noch diese Seite, das ist nämlich die Seite zkillboard.com. Auf dieser Seite könnt ihr relativ genau sehen, was, wo, wann, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Charakter, mit welchem Schiff, mit welchem Ergebnis passiert ist. Also eine unheimlich informative Seite. Ihr seht hier die meisten, also most valuable Kills, also die höchst wertvollsten Kills der letzten 7 Tage. Ihr seht, hier ist ein Avatar abgeschossen worden, eine Ragnarok, das sind Titanschiffe. Bitte nicht erschrecken, hier steht jetzt 81,70 B für Billions, das ist aber die englische Version von Milliarden, also es sind keine Billionen, sondern Milliarden, aber was soll ich euch sagen, tut trotzdem richtig weh. Ne? Für 78 Milliarden muss eine alte Frau und ein alter Pilot lange fliegen und stricken. So, also ihr seht, das ist jetzt erstmal überhaupt allgemein so die Geschichte, was ist abgeschossen worden, da ist jetzt wird nicht näher drauf eingegangen, wo, wann, was. Das kann man dann im Endeffekt schon weitersehen, aber viel interessanter ist es, dass man hier oben ein Suchfenster hat. Und dieses Suchfenster, dies geben wir einfach mal das System Eifer ein. Eifer ist ein Nachbarsystem von Gusandal, wo ich jetzt gerade stehe, und wir schauen uns zunächst mal das Nachbarsystem an. Wir sehen, dass hier in den letzten 7 Tagen abgeschossen wurde eine Gila mit 543 Millionen ISK, eine Drake mit 113 Millionen ISK, eine Hurricane mit 73 Millionen ISK, und der Name sollte euch bekannt vorkommen, das bin nämlich ich gewesen. Den Abschluss habe ich euch, glaube ich, sogar gezeigt. Procura mit 60 Millionen, noch eine Procura mit 53 Millionen, eine Retriever mit 46 Millionen. So, jetzt schauen wir uns mal, eigentlich erstmal irrelevant, wer da abgeschossen wurde, sondern viel interessanter ist, wer hat abgeschossen und wie oft. Also das System Eifer ist ziemlich abschussbelastet im Moment. 5. August, 4. August, 3. August, 2. August, 31. Juli, außer dem 1. August. Ansonsten gibt es hier, ihr seht das, keinen Tag, wo nicht irgendwelche Abschüsse stattfinden. Und wenn man sich mal anschaut, jetzt auch was abgeschossen wurde, wie gesagt, irrelevant ist eigentlich wer, aber was.
also was hier an Schiffen abgeschossen wurde, dann seht ihr, dass es den Leuten, die hier abschießen, die hier im Moment unterwegs sind, völlig egal ist, was das für ein Schiff ist. Das geht von einer kleinen Slasher über eine Thresher, über eine Procura, Drake bis hin zu Gila. Es ist völlig egal, alles, was in dieses System einfliegt und nicht aufpasst, wird abgeschossen. Das heißt also zu dem Thema, erstens, wenn ihr in ein System fliegt, und ich wechsle jetzt mal eben wieder zurück zu Eve, wo andere Leute gerade online sind, also im gleichen System mit drin sind. Wenn ihr auf hundertprozentige Sicherheit setzen wollt, solltet ihr sowieso dieses System, ich habe es eben schon gesagt, sofort verlassen. Wenn ihr jetzt aber sagt, gut, es macht mir nichts aus, dass da vielleicht zwei, drei Leute sind, dann solltet ihr euch vorher das System, in dem ihr unterwegs seid, anschauen. Und zwar hier über Z-Killboard. Denn jetzt werdet ihr sehen, wer hat denn hier wen abgeschossen? Also wen abgeschossen, erstmal egal, aber wer hat abgeschossen? Und da sehen wir hier Mi, den Charakter. Nochmal Mi plus noch jemand. Immer wenn da eins hintersteht, dann waren insgesamt er und noch ein Spieler an dem Abschuss beteiligt. Mi Solo. Dann haben wir hier Ebola Viral. Dann nochmal Ebola Viral. Slick Duros. Darth Vale. Darth Vale. Killing Time. Darth Vale. Ebola Viral. Ebola Viral. Darth Vale. Pink Scope. Darth Vale. Pink Scope. Und so weiter. Und ihr seht, das sind immer die gleichen. Und dann taucht hier auch noch ein Name auf. Log Ogbon. Und ihr seht jetzt auch, die sind alle von einer Corporation, die meisten zumindest, Irregular Warfare. Hier, ja, alles Irregular Warfare. Hier kommt jetzt mal eine andere, nämlich State War Academy. Dann ist hier auch nochmal Defensive Order of Mayhem, was auch immer, keine Ahnung. Also, ne, aber es sind im Endeffekt zwei, maximal drei Corporations, die hier im Moment unterwegs sind in dem System und das System unsicher machen. Also, das hier ist mit Sicherheit im Moment einfach kein sicheres System, sofern man im Low-Sec von Sicherheit sprechen kann. Also hier kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr in diesem System nicht alleine seid und insbesondere die Namen hier plötzlich online kommen, die ich euch gerade erklärt habe, dann kann ich euch schon mal ganz klar versprechen, verlasst das System oder dockt an. Also in Alpha könnt ihr nicht andocken, da ist glaube ich keine Station, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Aber in Gusandal kann man andocken. Gusandal ist das Nachbarsystem. Ja, so. Und auch das möchte ich euch jetzt einmal ganz kurz zeigen. So, dies ist jetzt die Information über das System Gusandal, in dem wir gerade angedockt sind. Und ihr seht das hier, ja. Ihr seht hier 5., 4., 3. August und so weiter. Und vor allen Dingen ganz interessant, hier heute Nacht Ebola Viral war unterwegs, Solo. Und ja, hat hier eine Epital vom Himmel geholt. Ihr seht auch hier Lord Ogbon, Log Ogbon, Log Ogbon, Log Ogbon, Lord Ogbon, der hier am 4. August hochaktiv war und ihr seht, der kapselt, ja, der schießt auch die Kapsel aus dem Himmel, wenn man nicht schnell genug wegkommt. Also das ist schon richtig Hardcore PvP, was hier passiert. Ja, hier weiter, Lord Ogbon, Log Ogbon, Log Ogbon. Also wenn wir jetzt davon ausgehen und sagen, wenn ich nicht allein in dem System bin, dann fliege ich raus. Oder aber, wenn ich nicht allein im System bin und bleibe drin, sollte ich mir sehr genau anschauen, wer hier gerade unterwegs ist. Und wen sehen wir natürlich hier wieder im System? Natürlich Lord Ogbon. Der wartet jetzt nur darauf, dass wieder irgendwer irgendwo in eine Kombizeit fliegt. Und jetzt schauen wir uns das mal an, ganz kurz. Hier sind sogar richtig viele Kombizeits im Moment. Ja? Die sind hier im Moment aber auch so großartig und groß vertreten, weil inzwischen natürlich hier in der Region durchaus bekannt ist, dass das System Gusandal nicht unbedingt das Beste ist. Jetzt wäre eine Idee folgende, das kann man nämlich auch machen, auch das möchte ich euch zeigen. So, man kann nämlich auch nach Charakteren suchen. Und jetzt suchen wir mal nach Lord Ogbon. Und dann seht ihr, dass Lord Ogbon hier absolut beteiligt ist an vielen, vielen Aktionen in diesem System. Wenn er hier nicht direkt auftaucht, so wie hier, steht der Charakter Mi, dann heißt das auf gut Deutsch, es waren nochmal drei andere an der Geschichte mitbeteiligt, also er plus drei. Und da ist Lord Ogbon mit Sicherheit beteiligt gewesen. So, hier auch Lord Ogbon, Lord Ogbon, Mi, Lord Ogbon, Lord Ogbon und so weiter und so weiter. Ihr könnt hier durchgucken. Also Gusandal und das System Eifer sind im Moment alles andere als sicher. Wenn ihr diese Anzahl an Abschüssen habt, dann seht ihr, welche Charaktere das waren und dann könnt ihr tausendprozentig davon ausgehen, wenn der online ist, wartet der nur drauf, dass ihr den Fehler macht, irgendwo in eine Kombizeit zu fliegen. Dann teilen die sich auf, die sind ja, wie ihr seht, häufig zu mehreren und dann warten die nur darauf, dass ihr diesen Fehler macht und dann greifen die euch an. Auch in Fight, ja, das ist das, was ganz wichtig nochmal zu verstehen ist, auch in Fight.
Damit sind wir bei einer ersten kleinen Zusammenfassung, nämlich erstens, wenn ihr in einem System Null oder Low nicht mehr alleine seid, ihr seht es anhand des Local Chats, dann dockt an oder verlasst das System. Wenn ihr sagt, ich möchte das System aber nicht zwingend sofort verlassen, dann schaut euch zumindest im Vorfeld bitte an, was in dem System los ist. Wenn ihr solche Systeme seht, wie die beiden, die ich euch gerade gezeigt habe, nämlich Eifer und Gusandal, schaut euch einfach mal Systeme bei euch in der Umgebung an oder wo ihr im Startgebiet oder wo ihr euer Heimatsystem gemacht habt, ist ja völlig egal. Schaut euch in der Umgebung mal um. Solche Systeme vermeidet die. Also in solchen Systemen, nein, bleibt da nicht drin, wenn ihr PvP vermeiden wollt. Das geht schief. Und zu guter Letzt schaut euch sehr genau die Namen an, die Charaktere, die auftauchen. Ja, auch hier in Gusandal und Eifer tauchen natürlich Charaktere auf, die wollen einfach nur ihr Mining machen, die wollen einfach nur ihre Combat-Sites fliegen, die wollen nichts Böses. Die tauchen dann aber auf der Internetseite, die ich euch gerade gezeigt habe, entweder nur auf als Abgeschossene oder aber gar nicht, weil die einfach ihr Ding machen. Ja? Aber wenn Charaktere so auffällig sind wie das, was ich euch jetzt hier gerade gezeigt habe, dann ist spätestens dann, wenn dieser Charakter online kommt, der Zeitpunkt gekommen, das Schiff aus dem System mitsamt seinem eigenen Hintern rauszubewegen oder aber anzudocken, sofern es eine Dockingstation oder eine Dockingmöglichkeit im System gibt. Das sind im Endeffekt die drei Versionen, wie ihr PvP zumindest im Low- und im Nullsec vermeiden könnt. Indem ihr einfach ja, wegfliegt. Indem ihr sofort, wenn ihr nicht mehr alleine seid oder die falschen Charaktere im System auftauchen, abhaut oder aber vom Vorfeld schon, wenn ihr seht, im System ist richtig Party, wie in diesen beiden Systemen, die Systeme am besten erst gar nicht anfliegt oder maximal durchfliegt. Die nächste Regel ist natürlich, und damit sind wir bei Punkt 4, an solchen Systemen nicht an irgendwelchen Sprungtoren rumhängen. Da warten die nur drauf. Die warten darauf, dass ihr an Sprungtor ranfliegt, wieder, was weiß ich, mit Autopilot oder das Thema Autopilot hatten wir oft genug inzwischen, oder aber durch das Sprungtor springt, dann, so wie ich bei meinem Abschuss, den ich euch gezeigt habe, einfach da am Sprungtor verdaddelt weiterzufliegen, aus der Tarnung raus und dann ist es um euch geschehen. Ihr habt auch gesehen, denen ist es egal, was für ein Schiff das ist. Von Slasher, Thrasher, Gila, alles mit dabei. Es wird alles sofort aus dem Himmel geschossen, inklusive Podding, also ne, auch aus dem Ei gepellt. Charakterimplantate, alles im Eimer. Ja, ihr seht, ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Ihr seht jetzt auch, dass Lord Ogbon jetzt plötzlich nicht mehr online ist. Dafür ist jetzt ein anderer Charakter, Chet Hammer, online. Das ist jetzt auch schwierig zu sagen, ob das vielleicht der gleiche ist. Das weiß man auch nicht so genau. Jetzt müsste man diesen Charakter, Chet Hammer, müsste man mal prüfen. Der ist jetzt aber auch wieder aus dem Local verschwunden. Vielleicht ist er nur durchgeflogen oder war nur kurz online. Jetzt haben wir noch einen Charakter hier. Dieser Charakter, Ezekiel, ist mir jetzt nicht bekannt, dass er aufgetaucht wäre. Jetzt wäre so ein Moment, wo man sagen könnte, okay, jetzt möchte ich vielleicht eine Kombizeit fliegen oder ein bisschen Mining betreiben. Das könnte man jetzt in diesem Kontext dann erstmal machen. Aber Vorsicht, Lord Ogbon kann jederzeit wieder auftauchen. Ich denke zwar nicht, dass er das macht, weil aufgrund der Zeitverschiebung, ich denke, dass der irgendwo in den USA sitzt oder irgendwo, also relativ weit weg von Deutschland auf jeden Fall. Ist der wahrscheinlich jetzt einfach mal schlafen gegangen, denn ich weiß, der kommt immer erst so im Nachmittagsbereich online, weil ich hier in diesem System natürlich für die Videos ein bisschen unterwegs war und unterwegs bin. Ja, ne? Aber das heißt ja nicht, dass nicht trotzdem was passieren kann. Ihr habt gesehen, da sind noch andere Charaktere unterwegs, die auch sehr gerne Schiffe abschießen in diesen beiden genannten Systemen. Also wie gesagt, das betrifft euch wahrscheinlich jetzt auch gar nicht unbedingt. Es geht mir ja nur darum, euch ein Beispiel zu zeigen, wie so Systeme aussehen, wo wirklich die große, große Party ist. Jetzt bleibt natürlich am Ende der Zeit noch der Gedanke übrig zu sagen, gut, ich möchte aber in so einem System bleiben. Ich habe ein relativ wehrhaftes Schiff oder ein gut getanktes Schiff und könnte eventuell ein gewisses Maß an Risiko noch auf mich nehmen. Dieses Risiko. Trotzdem immer noch mit Avoiding von PvP, also sich nicht darauf einzulassen, aber wie gesagt mit einem höheren Risiko noch behaftet, möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Das ist nämlich der richtige Einsatz des D-Scans, des Directional Scanners, wie man mit dem richtig umgeht. So, um das etwas genauer darzustellen, bin ich jetzt einfach mal hier in Emolgralan an einen Planeten geflogen und ich möchte jetzt von hier aus
einen Planeten anfliegen, der 6,2 AE entfernt ist. Das heißt, wir warpen jetzt mal auf Null ran. Jetzt sehen wir hier die Entfernung. So, und jetzt werdet ihr mich gleich für bekloppt erklären, aber es hat einen Grund, was ich jetzt mache, und den möchte ich euch natürlich gleich auch erklären. So, jetzt verändert sich die Entfernung. Und jetzt gleich 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und nochmal 2-3 Sekunden obendrauf. Hier ist jetzt noch eine Station mit 14 AE entfernt. Das möchte ich euch auch noch mal eben zeigen. Achtung. Wir fliegen da mal hin. 14,4 AE. Diesmal zählen wir mal hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und da sind wir. Was möchte ich euch damit sagen? Gute Frage, ne? Erkläre ich euch. Das, was ich euch gezeigt habe, ist, wie lang ein Schiff ungefähr braucht, wenn es noch 2,5 AE von einem bestimmten Punkt entfernt ist. Da kann man nämlich als Faustregel sagen, so ungefähr, es kommt ein bisschen auf das Schiff an, 10 Sekunden plus minus. Ja, wir schauen uns das jetzt mal an, nochmal ganz kurz, damit ihr seht, dass das schon stimmt, weil diese 2,5 AE sind nachher wichtig für den Directional Scan. Hier haben wir einen Asteroidengürtel in Emulgalan und wir warpen den jetzt mal wieder auf Null an. Wir stellen uns jetzt mal ganz kurz vor, das hier ist keine kleine Korvette, die im Endeffekt nicht bewaffnet ist, sondern das ist ein Kreuzer. Wir sind auch nicht in einem 05-Gebiet, sondern wir sind in einem 04, 03, 02, was auch immer Gebiet. Und ihr seid in diesem Asteroidengürtel. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und jetzt habe ich es noch ein bisschen verzögert, aber seht ihr, da sind wir hoch. Hier müssen wir auch ganz schnell wieder raus, weil sonst überlebt das mein Schiff hier nicht. Schnell weg, da sind nämlich NPCs. Und ich habe keine Waffen dabei. Huhuhu. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schön, ne? So, ihr habt es jetzt nochmal gesehen. Es gibt jetzt Spieler, die stellen ihren Directional Scan auf 14 AE. Also es geht, glaube ich, ein bisschen mehr, 14,3 AE. Das ist so das Maximum, was ihr im Umkreis ausscannen könnt. Wenn wir jetzt hier an so einem Planeten rumdümpeln, hier an so einem Planeten hat natürlich normalerweise keiner was zu suchen, aber oh, hier ist ganz schön viel an Struktur. Wenn wir an so einem Planeten hier rumdümpeln, wird normalerweise nichts passieren. Aber wenn wir in einem Mining-Gebiet unterwegs sind, also im Asteroidengürtel, in einer Kombizeit, und wir sagen, in Systemen, wo es eh schon kritisch ist, wir wollen da nicht rausfliegen, dann wäre es also sinnvoll, euren Scanner, euren D-Scan hier auf, na, ich erkläre es anders, wenn ihr den auf 14,3 stehen lasst, dann nehmt ihr natürlich alles mit, was im Umkreis von 14,3 AE bei 360 Grad in dem Fall, also komplett Rundumüberwachung, in irgendeiner Art und Weise an euch vorbeifliegt. Das würde dazu führen, dass ihr natürlich auch sofort rauswarpt aus dem System, wenn es nicht unbedingt sein muss. So, das heißt, je größer ihr diese Directional-Thematik hier, die Entfernung einstellt, desto größer ist natürlich die Sicherheit. Das heißt also, ihr seid in einem System, wie in den beiden eben genannten, Eifa oder auch Gusandal, und seht auf 14 AE, dass plötzlich hier ein Schiff durchfliegt. Ja, weil ihr aktualisiert den ja, ihr müsst ja den D-Scan benutzen im Low- und im Null-Sec. Zum Wurmloch komme ich nochmal separat, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, aber ihr müsst ja den hier aktualisieren.
Dann könnt ihr natürlich auf ganz Nummer sicher gehen und sagen, sobald ein Schiff auftaucht in 14,3 AE, bin ich weg. Dann habt ihr natürlich eine relativ große Sicherheit. Mit jedem Schritt, den ihr das hier kleiner einstellt, desto geringerer wird die Sicherheit und desto größer wird das Risiko. Aber warum habe ich euch das gezeigt mit den 2,5? Weil 2,5 AE, in dem Moment, wo ihr auf 2,5 AE irgendwas hier durchfliegen seht und ihr wollt PvP wirklich vermeiden, sind zwei Dinge entscheidend. Erstens, ihr müsst den D-Scan nutzen und regelmäßig auch alle 1 bis 2 Sekunden aktualisieren. Denn von dem Moment an, wo ein Schiff hier durchfliegt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, insbesondere oder was heißt hauptsächlich im Low- und im Null-Sec, dass der da nicht einfach nur so durchfliegt. Ja, also ihr seht jetzt beispielsweise hier im Scan, da kommt Lord Octobon angeflogen. Ihr seht das anhand des Schiffes, ihr seht den Namen. Dann ist die Frage nicht mehr gestellt, fliege ich raus, sondern nicht, sondern nur, wie schnell fliege ich noch raus. Ja, so, und 2,5 AE heißt in etwa 10 Sekunden. Das heißt, von dem Moment an, wo ihr den hier seht mit 2,5 AE, habt ihr noch geschätzt, je nachdem, wie gut ihr euren D-Scan im Auge behaltet und die Aktualisierung des D-Scans durchführt, habt ihr noch ungefähr 6, 7, 8 Sekunden. Im besten Fall, wenn ihr es sofort seht, 10, um den Hintern von der Stelle wegzubewegen, wo ihr gerade seid. Ja, hier im Highsec ist das was anderes. Hier im Highsec fliegen so viele Schiffe rum. Zum einen haben die meisten Spieler gar kein Interesse, euch da im Highsec wirklich irgendwo anzugreifen, weil Concorde sofort dazwischen grätscht, je nach System mit einer bestimmten Dauer. Ja, und niemand setzt ein, was weiß ich, ein Schlachtschiff für, was weiß ich, 1 Milliarde, 1,5 Milliarden, 2 Milliarden ISK aufs Spiel, um im Highsec irgendjemanden aus dem Himmel zu schießen. Aber wenn ihr im Lowsec unterwegs seid, dann habt ihr hier definitiv das Thema, dass mit 2,5 AE wirklich die Spitze des Eisbergs erreicht ist. Und das ist so die größtmögliche Sicherheit, die ihr euch selber geben könnt, dass ihr sagt, wenn hier einer durchfliegt mit 2,5 AE, dann ist der in den meisten Fällen nicht da unterwegs, um freundlich guten Tag zu sagen. Das nächste Thema an der Sache ist nämlich, dass selbst wenn der nicht direkt auf dem Weg zu der Position ist, der Angreifer, wo ihr gerade seid, sieht er euch natürlich auch im D-Scan. So, und wenn der seinen D-Scan jetzt zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal als Beispiel, auf 2,5 eingestellt hat, und dazu möchte ich auch ein Beispiel geben, hier taucht jetzt auf einmal eine Venture, eine Prokura oder sonst irgendwas in der Richtung auf. Ja, dann kann man hier oben mal ganz kurz umschalten und dann sehe ich, der bleibt auch hier vor Ort. Ja, der bleibt im Scan erhalten auf, was weiß ich, dann gehe ich mal ganz kurz runter auf 2, wenn ich schon hier rumdümpel. Ja, dann sehe ich, er ist immer noch drin. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der hier auf 1,7 mal in einen von diesen beiden Asteroidengürteln steckt. Also warp ich den ersten an. Wenn er da nicht ist, warp ich den zweiten an. Das heißt, nur weil hier jemand durchfliegt und nicht sofort vielleicht direkt auf dem Weg zu euch ist, heißt das nicht, dass er 30 Sekunden später nicht noch ankommen kann. Das heißt also, wenn wir wirklich von Avoiding PvP sprechen, dann nochmal, ist 2,5 AE der Moment, wo ihr, und das möchte ich jetzt nochmal einschränken, wirklich Kampfschiffe seht, also wenn es jetzt Transportschiffe sind oder so, ja, eher nicht, dann eher nicht. Ja, aber wenn es Kampfschiffe sind, die da rumfliegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die im Low- und Null-Sec da rumfliegen und suchen, euch suchen oder vielleicht schon auf dem Weg zu euch sind. Und dann ist 2,5 AE der letzte Moment, wirklich rauszufliegen. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier an diesem Planeten stehen und uns dann ja auch noch einen Punkt suchen müssen, wo wir hinfliegen wollen, entweder über Rechtsklick, damit wir uns in Sicherheit bringen können oder irgendetwas hier rechts aus der Liste nehmen. Ja, dann schauen wir mal ganz kurz an. Wir haben jetzt noch 10 Sekunden Zeit und auch das möchte ich nochmal veranschaulichen. Ich möchte mich jetzt irgendwo in Sicherheit bringen. Ich bin hier mit meinem D-Scan zugange und sehe auf einmal, oh, da kommt ein Schiff. So, ich nehme die nächstmögliche Version, möglichst weit weg. Achtung, Schiff. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und ihr habt gemerkt, das ist schon knapp. Ja, mit 5 Sekunden kann das schon zu spät sein. Also da ist es, wie gesagt, so dermaßen wichtig, den D-Scan im Auge zu behalten, den D-Scan richtig einzustellen. Wenn ihr mehr Sicherheit wollt, stellt den D-Scan größer und fliegt sofort da weg, wo ihr seid, wenn ihr irgendetwas in der Richtung seht. So könnt ihr PvP zumindest in vielen, vielen Situationen vermeiden.
Und ja, natürlich ist das anstrengend. Natürlich ist es anstrengend. Das ist auch nervig. So, aber wenn ihr sagt, ihr wollt kein PvP machen, in dem Sinne, dann wird euch nichts anderes übrig bleiben, als so vorzugehen. Das klingt jetzt einfach, wenn ich das so erkläre. Einfach eben irgendwo klicken und losfliegen. Aber wenn ihr den auf dem D-Scan erkannt habt, dann wisst ihr ja selber in dem Moment nicht, also wenn ihr euren D-Scan vor allen Dingen auch nicht regelmäßig nutzt, sondern das ist so ein bisschen, ja, man lässt das so ein bisschen schleifen manchmal auch, gerade wenn man in der Kommezeit im Fight ist, hat man ja auch zwischendurch noch andere Sachen im Auge. Dann sieht man plötzlich das Schiff und dann kommt Panik. Das ist auch was völlig Normales, ja, wenn man PvP keine Erfahrung hat, vielleicht durch andere MMOs oder ja, in erster Linie kommt dann Panik. Weil man natürlich so ein bisschen darüber nachdenkt, sein eigenes Schiff dann zu verlieren. Ruhe bewahren und die richtigen Knöpfe drücken. Und ich gebe euch immer oder gebe immer den Tipp an der Stelle auch wieder und sage, übt das mal im Highsec. Weil wenn ihr im Highsec Missionen fliegt oder Combat-Sites, hauptsächlich Combat-Sites, werdet ihr merken, die Combat-Sites im Highsec sind relativ beliebt. Das sind Level 1 und 2 Combat-Sites. Und das werde ich euch im nächsten Video mal zeigen, wie ihr das tatsächlich im Highsec üben könnt und wie man diese Technik auch richtig einsetzt, um das zu avoiden, also um das zu vermeiden, das PvP. Mal abgesehen davon, dass im Highsec jetzt hier sowieso immer im Local die Hölle los ist. Aber das werde ich euch zeigen. So, nichtsdestotrotz, mit allem, was ich euch jetzt zeige oder gezeigt habe und noch zeigen werde, denn ich werde natürlich auch die andere Seite beleuchten. Ich werde natürlich zeigen, wie das ist, wenn man mit einem Schiff unterwegs ist und das PvP sucht und potenzielle Kandidaten sucht, die man abschießen kann. Und ich werde euch auch noch andere Taktiken zeigen, wie man das PvP so ein bisschen vermeiden kann, außer denen, die ich jetzt hier schon gezeigt habe. Werde ich euch im nächsten Video halt auch zeigen, wie ihr das im Highsec mal üben könnt. Denn wie gesagt, die Combat-Sites sind sehr beliebt im Highsec. Da kommen alle möglichen Schiffe. Das ist ja nicht nur so, dass im Highsec die rumfliegen, die gerade einen Zerstörer oder einen kleinen Kreuzer fliegen können. Nein, da kommen dicke, große Schlachtschiffe reingeflogen für Combat-Sites Stufe 2. Warum? Weil es ein ganz entspanntes Fliegen ist und es ist das Geld, das man mitnehmen kann. Die fliegen da rein, machen im Endeffekt im Halbschlaf diese Kombizeit, weil wenn du mit dem Schlachtschiff oder mit dem Kreuzer in so eine Kombizeit reinfliegst, dann tut dir da eigentlich keiner was. Die können nichts tun. Der Tank ist viel zu dick, der Schaden ist zu groß. Da kannst du im Endeffekt schon fast die Drohnen auspacken, die schießen alles weg und dann kannst du weiterfliegen. Ja. Aber das ist vielleicht mal dann für jeden, der PvP vermeiden möchte, so der erste Schritt im Highsec zu üben, wie man das avoidet. Weil achtet mal drauf, ihr seid in der Combat-Site, fliegt da rum, stellt fest im D-Scan, ups, da kommt jetzt ein anderer Spieler auf 2 AE oder 2,5 AE vorbeigeflogen. Wie gesagt, 2,5 AE ist meiner Auffassung nach der absolute Grenzwert, denn ihr habt gesehen, ihr braucht selber ein paar Sekunden, bis ihr im Warp drin seid. Und reagiert, wenn auf 2,5 einer an euch vorbeigeflogen ist. Kampfschifftechnisch, ja? Fliegt raus. Übt das im Highsec. Ich werde euch zeigen, wie man das macht. Und bin dann für heute erstmal wieder am Ende meines Videos. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen schon mal Tipps geben zum Avoiding von PvP oder wie man damit umgeht, das PvP möglichst, dem PvP möglichst aus dem Weg zu gehen. Aber ich sage nochmal, eine hundertprozentige Sicherheitsgarantie kann ich niemandem geben, weil ich ja auch nicht beeinflussen kann, wie gut ihr euren D-Scan im Auge behaltet, wie gut ihr euch daran haltet, wenn ich sage, fliegt aus dem System, Low und Nullsec raus, wenn ihr im Local nicht mehr alleine seid. Fliegt weg, wenn auf, was weiß ich, je nach eurem Geschmack. Ihr könnt ja auch sagen, ich fliege schon raus, wenn auf 10 AE jemand an mir vorbeifliegt, weil dann habe ich eine größere Sicherheit oder auf 5. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Nur ich kann euch sagen, 2,5 AE ist im Endeffekt der absolute Grenzwert. Und das ist schon mit einem relativ hohen Risiko behaftet, weil da kein Puffer mehr drin ist. Ja, der Puffer ist schon sehr, sehr gering und das birgt dann halt auch ein relativ hohes Risiko. In diesem Sinne, liebe Leute, wünsche ich euch wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund, genießt die Sonne, wenn ihr sie habt. Der Sommer dieses Jahr ist ja. Ich habe letztens gehört, der Sommer ist gar nicht zu kalt. Es ist sogar der viertwärmste Sommer seit 1860. Nicht, weil es so heiß war, tageweise, sondern weil wir konstant immer irgendwo bei 25, 26 Grad liegen. Und damit haben wir eine
Durchschnittstemperatur irgendwie von 18 Grad diesen Sommer und das ist somit die viertwärmste, der viertwärmste Durchschnittswert seit 1800, irgendwie 60 oder so. Aber trotzdem, genießt die Sonne und das schöne Wetter, wenn ihr es habt und im nächsten Video geht es weiter mit dieser Thematik. Ansonsten wie immer, fly safe.